kann es immer eigentlich noch nicht glauben. Ein bisschen erschütternd, weil man halt dabei gewesen war. Kollegen, auch unter anderem Alia, das Opfer, waren am Trinken halt hier, bis hin hier am Parkdeck, wo sich auch immer Jugendliche treffen. Wir sind dann halt Richtung hier hochgegangen und da saß halt noch eine andere Gruppierung Jugendlicher, und das ist Sabrina halt. Und die haben sich halt gesehen und die hatten vorher ein bisschen Stress auch, aber das wussten wir erstmal nicht. Dann ist halt diese Sabrina zu Alia gelaufen und meinte so, warum redest du hinter meinem Rücken? Die haben sich halt angefangen dann zu prügeln. Und in der Prügelei ist sie halt ausgerutscht und hat gesehen, dass ihre Hose dreckig war. Wir haben die auch erstmal alle auseinandergehalten. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie sie umbringen würde wegen des Fleckes an der Hose. Ist zu ihr gelaufen und das ging auch so schnell, dass wir die nicht mehr zurückhalten konnten und hat halt angefangen, also hat ihr einen Stich halt gegeben. Und danach ist sie halt weggelaufen Richtung der U-Bahn-Station, wo sie auch gefasst wurde nachher. Ich und meine anderen Kollegen mit dem waren halt noch bei ihr und haben ihr geholfen, erste Hilfe, dies, das, stabile Seitenlage, alles. Und dann wurde ich halt auch mitgenommen auf die Wache als Zeuge. Alia kann ich eigentlich gut, weil wir öfter mal was zu tun hatten miteinander. Also wir haben öfter mal was gemacht, so getrunken auch. Alia war eigentlich ein nettes Mädchen, man konnte viel Spaß mit der haben, konnte jede Scheiße mitmachen mit der. Und fröhlicher Mensch, die wollte nie jemand was Schlechtes oder so. Ich kann es immer eigentlich noch nicht glauben. Ein bisschen erschütternd, weil man halt dabei gewesen war. Und ich hoffe, dass sowas nicht nochmal passiert und dass jetzt auch er hätte eingegriffen wird.